So, werden wir vom Küchenchef, gehen wir zum nächsten. Supermarktinhaber ist das nächste, habe ich gehört. Der ist aber jetzt auch nur, weil ich jetzt, ich hatte überlegt, ich habe noch ein bisschen von gestern nehmen, weil das zu spielen Simulator, den Transport-Simulator. Aber wenn ich jetzt hier sitze und dann fahre, dann werde ich immer müde. Und ich kann jetzt nicht mehr groß pennen gehen. Deswegen. Und da ich gerade so in Simulator-Laune bin, warum nicht? So. Vergessen habe, ich muss noch kurz an meine Hose, oder? Zeit. Vollbild, hi, bla, zurück. Neues Spiel. Willkommen im Supermarkt-Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufst zunächst Waren ein, die du verkaufen willst, und stellst sie in die Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzusetzen, um einen Bankrott zu vermeiden. Ich werde nicht bankrott. So, erstmal schauen hier. Tschüss. Die ist gesperrt, okay. Hat man Stromkosten? Ja, gut. Markt? Ah, okay. Ich habe zwei Regale. Ah, so viel Fächer. Sechs. Zwei, vier, sechs. Immer sechs. Hast du jetzt schon nicht ganz? Egal, komm, wir holen jetzt mal. Ah, warte mal, Anfangsgeld 50 Dollar. Dann fangen wir an mit geschnittenem Brot und wieder. Und hat aber jeden Tag irgendwas, ne? Also. Was habe ich jetzt gemacht gehabt? Mal Brot, mal Nudeln. War es, glaube ich, sogar schon. Aber holen wir dreimal Nudeln. So. Geht nicht. Zu teuer. Einmal Nudeln weg. Nein! Oh, ho, ho. So. Machen wir so. Haben wir. Nehmen die Kisten, die gerade angekommen sind. Gut gestapelt. Danke, Bankrott. Ja, weil ich auch jetzt schon so viel Möglichkeit hatte, Geld zu verdienen, ne? Genau. Musst du erstmal investieren. So. Jetzt im Preis fest. Okay, der Marktpreis ist bei 3,12. Dann gehe ich auf 3,30 hoch. 3,30. So. Und das Toast ist bei 3,96. Dann gehen wir doch locker auf 4,10. Passt doch. Die Hintergrundmusik. Warte. Was nehmen wir denn da? Was hier?
Wird das mal gehen, oder? Und jetzt? Öffne den Supermarkt. Habe ich. Da kommen sie rein, können sie rausgucken. Ich habe ein richtig riesiges Sortiment. Ne, ich muss mir nur einmal die Ware einstellen. Genau, gleiche Ware. So. Ja, was soll bezahlen wir? Also mit 100 Dollar. Okay, alles klar. 5, 6. Und dann? Achso, Space. Okay, alles klar. Mal Karte. 47. Okay. Gott, die Maus regelt wahrscheinlich. Ich muss gleich mal in die. Kann ich sie ein bisschen online wieder stellen? Wäre, glaube ich, ganz gut. Eine Katastrophe. Erstmal dran gewöhnen. Auch wieder 47. Ja gut, bei den 4 Auswahl ist klar. Ja, perfekt. Mit 5, das ist schon besser. 1 Dollar 70. Naja. Wachstum? Oh Gott. Anpassung, Lager ist gesperrt, kostet einstellen Kassierer und Auffüller, Rechnung und Produktlizenzen für jegliche Sachen. Ja, können Sie nicht mal kurz warten, ich bin noch am Arbeiten hier noch. Ich kann mich doch nicht teilen. Also bitte. Diese ungeduldigen Menschen, was hast du zu haben? 4 Euro, nee, 96 Cent. Yeah. Also. Oh, Jetzt ist ganz geschlossen. Ich hab die Ansage für. Ich müsste mal da Luca aufnehmen. Der hat da so eine wunderbare Ansage immer, wenn wir bei Penny so einkaufen sind. So, haben wir 60 Cent zurück. 10, 50, bitte. Ich habe keinen Ball mehr dafür. Komm. Wollen Sie wirklich Toastbrot essen? Ich meine ja nur. Entschuldigung. Oder war das vielleicht zu viel Toastbrot? Oh verdammt, warte mal, hier. 47. Ach ja. Ja. Bin hier draußen. Kann ich hier vor die Auto aufstellen? Habt ihr ein Glück, ich muss arbeiten. Haben wir Toastbrot? 20 Cent. Haben wir 2,60. Danke. Ja, gezählt euch beiden. Euer Knogger. Siehst du mal, okay, das ist ein Thema hier, ne? Mit Bankrott. Ich habe mit 50 gestartet, habe investiert, dass ich nur noch 6 Dollar hatte und bin schon auf 81 Dollar. Ah, so geht das. Bankrott, sagst du. Okay. Freut noch Kunden, hallo. Ja, was er bekommen hat?
Sieht aus wie Schuppen oder so. Hey! Einen wunderschönen guten Abend und danke schön für dein Follow, Lea. Hi. Ich bekommst du gar kein Thema. Hast du eine PC 80? Zack, 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 zack. Warte, und tschüss. So, 28. Blub. Ja, ich will auch bei den Beträgen auch mal mit Karte zahlen. Ganz, ganz wichtig. Sehr gut. So. Ist diese Mücke schon wieder her? Wie geht's, wie steht's? So, einmal Karte, gar kein Thema. 11,50. Oder. Jawohl. Ja, ich habe auch gerade jetzt, wie ich mir gerade jetzt angefangen, ne? Da. Nach und nach darf ich jetzt auch wachsen. Weil die meisten Spiele sind schon also auch schon mega weit. Wenn ich jetzt auch mal geguckt habe, da waren halt. Da siehst du halt niemanden mehr, der. Also fast niemand mehr, der so weit ist wie ich. Weil ich ganz am Anfang ist. Oh, der Mehl gelangt zur Neige. Nee, ach Quatsch, Mehl, unsere Nudeln. Vielleicht mal neu bestellen, ne? Nudeln und Toastbrot, beides. Nee, Lizenz und Wachstum. Wo war das denn? Ach, hier. Und dreimal Brot. Dreimal Nudeln. Oder Abmücke. Mann. Hab ich das Brot nicht genommen? Das ist schon dunkel draußen. Er hat es aber ganz schön doof da, ne? Also. Ihr habt alles leer gekauft. Sorry, Reste kommen gleich. Reste. Nein, warte mal nicht. Achtung. Nochmal Brot. Auch noch Brot. Verkauf mal Reste. Ja klar. Warum denn nicht? Man muss ja nur gucken, wie man sich verwertet. So. So. 10, 11, 50, 60, 80, zack. Nochmal Karte. Oh, kennt ihr das? Jetzt habe ich so eine dämliche Mücke gesehen. Jetzt juckt sie die ganze Zeit. Übelst nervig. Oh Mann, so. Ein Moment. Holen wir hier letztes Paket und dann geht's los. So. Klar, kriegen wir hin. Oh, ups. Ja, Geld zurücknehmen. Achso, okay. Ja, 10 wir sie haben. 50 kriegt sie. So macht man das. Kauf eine Produktlizenz über deinen Computer. Ja, aber geht nicht. Zu teuer. Mücke hatte ich zum Glück noch nicht, aber zwei Baby-Marienkäfer, die hier über meinen Tisch laufen. Ah, super. Enter den Tag zu beenden. Tag ist over. Jeden Tag starten. Du hättest heute tägliche Rechnung. Ich werde sicher, dass du diese Rechnung über deinen Computer bezahlst, bevor die Fälligkeitszeit im Ansonsten werden die sie automatisch bezahlt. Je mehr das Gerät, desto teurer die Rechnung. Ach so, okay. Ja, automatisch bezahlt. Mitarbeiter 0. Keine Rechnung. Mitarbeiter brauche ich nicht. Noch nicht.
Aber hier Supermarkt Level 3. Erstmal wird investiert und dann machen wir auch nicht weiter, ne? Jetzt haben wir hier dann zwei dafür, dann machen wir nochmal zwei andere Sachen. Machen wir hier zweimal Müsli und zweimal Öl. Ach, dein Ernst? Passt natürlich nicht, ne? Ach man, warte. So. Haben wir halt zweimal Müsli, zweimal Puderzucker. Zack. Oh, wow, wo ich einen drunter gemacht habe. Ernsthaft? Na egal. So. Dann noch hier Müsli. Das Aiming muss ich glaube ich noch üben. Das ist noch ziemlich schlecht, würde ich mal so behaupten. Was auch einfach. Na, hat sie ausgemückt. Hab sie erwischt. So, einmal hier. Was? Du kannst die Etikette nicht empfehlen, weil dort ein Produkt ist. Okay. So, die kosten normalerweise 5 Dollar, also Marktpreis 5 irgendwas. Dann machen wir die auf 6. 30, komm. Passt bestimmt. Und die hier machen wir auf 5. Weil wir sind nett. Und dann, go. Naja, also ich bin doch keine Shooter. Ja, stimmt. Ich will nicht, warum du das sagst, aber ja, stimmt. Oh, komm rein. Ich hab geöffnet, ich brauche Kundschaft. Down 32. Ich hab dich fast genau da, wo sie vorher auch schon stand. Sag, er geht bankrott. Ach. Man muss halt investieren. Guck mal. Gleich wieder 14,50 Dollar verdient. Du weißt ja gar nicht, was du hast. Ja, also. Alles easy. Hallo, guten Tag. Ja, das ist aber, ne? Ich hab den Maul einkaufen. 3,30. Kommen Sie gerne wieder, wenn Sie mir das mehr kaufen. Ah, Mann, Mann, Mann. Ah. Geschmeidiger Gang. Ziemlich eilig, aber geschmeidig. Ah, heute nur Lauf. 93. 2,3. Ja. Ich denke mal, ich werde es auch erst dann gleich auffüllen, sobald ich das wirklich brauche. Nein. So. Kannst du die 1 drücken? Danke. 65. So. Ich gehe bankrott, ne? Siehst du, wie ich bankrott gehe? Super stark. Ich glaube, ich habe ihre Schwester gesehen gestern. Ah, passt. Ciao. Mann, kaufen Sie viel. Tschüss. Was passiert, wenn man zu viel oder zu wenig gibt? Geht das? Mal testen. Der kriegt das erstmal bei Snap-Bands 10 Cent zu viel. Also geht gar nicht.
Alles klar, Daniel. Schlaf gut. Schön, dass du von dabei warst. Wird auf jeden Fall bald weitergekocht. Ja. 90 Cent, dann komm, wir machen mal 1 Dollar. Ja, auf zum Bämmeln. Aber ich habe ja jetzt zu viel wiedergegeben, das geht dann wiederum, ja? Okay, wenn ich jetzt zu wenig mache, dann machen wir hier 3, 50, 60. Okay, dann wird mir. Ah! Man kriegt, wenn man zu viel Geld zurückgibt, kriegt man Punkte dazu. Und wenn man zu wenig, dann werden die sogar abgezogen. Interessant. Okay. Gut zu wissen. Trinkschluck? Ja. Sorry, ich bin hier so, ich bin hart am Hasseln, ne? Da kommt man zu so wenig. Schwierig dann. Sorry. Was holt ihr was trinken nebenbei also? Na, passt schon. Danke. Bis bald. Oh. Ja, bisher haben wir noch genug Zeug da, ne? Können wir warten, bis wir dann die neue Lizenz kaufen können? Ja, wir sind schon da. 90. Bitte. Ja. Ah ja. Haben Sie kein Blödsinn da drin? Ach Mann, soll ich mal eine Raucherpause draus machen? Kann nicht sein. Danke. So, zack. Bitte schön. So fühlt sich das Leben in einem Einzelhandel an, ja? Eieiei. So, zwei Toastbrote. Gar kein Thema, kriegen wir hin. 8, 20, bitte. Machen wir mit dem Licht hier an. Dann sieht man auch was. Und dann schon bald wieder Feierabend, ne? Um 9 machen wir, glaube ich, Licht immer. Haben die Geduldsbalken? Gehen die wieder? Wenn sie so lange an der Kasse stehen? Oder wird einfach nur die Schlange länger? Nur bei einem Laden der vereinzelte Kunde. Ja gut. So, ja dann lass ich sie mal nicht mehr warten, ne? Einmal 10,40. Dankeschön. 90 Rückgeld. Bitte. 1 Dollar Rückgeld, bitte. Dann läuft das schon ganz gut mit den Kunden, ne? Also na, so vereinzelt sind sie auch nicht. Kommen wir schon wirklich gut hier rein, ne? Also. Dankeschön. Haben wir 90 Cent. Bitte. Können wir uns sogar gleich die Lizenz kaufen, Mensch. Aber ich glaube, ich sollte mal noch warten. Dass ich erstmal ein bisschen Waren habe. Und dann schauen wir weiter. Weiß Bescheid. Na, wie schaut's hier aus? Ja. Läuft. So, letzter Kunde heute. Nochmal 1,80 Dollar. Warte, nicht letzter? Noch nicht? So, zack. Danke. 90 Dollar 40 Cent. Warte. So, ich vermute, das war die letzte Kunde. Aber ich würde noch warten. Ich würde erstmal ein bisschen das Regal, die Regale wieder auffüllen, dass sie wirklich noch mal ein bisschen voller sind.
Und dann erst, ne? Das heißt, wir brauchen von den, was ist das? Von den Nudeln noch zweimal, zweimal Puderzucker, zweimal davon. Also, zweimal Müsli, zweimal Nudeln, nee, nicht dreimal, zweimal. So. Zweimal Puderzucker, zweimal Brot. So. Hat schon geschlossen? Was darf ich jetzt machen? Ah. Einmal zu wenig Wechselgeld, echt? Einmal zu wenig ausgegeben? Nudeln sind billiger geworden. 2,65. Ja, dann gehen wir es mal auf 2,90 runter. So. Mal gucken, wegen Rechnung. So. So. Schon toll, dass sie einfach auf die Straße geschmissen wird, ne? Beste Lieferdienst ever. 100%ig. Gibt keinen besseren. Das wünsche ich mir von jedem Lieferdienst. Pakete. So. Hier noch ein bisschen von den Müsli. Und noch einmal, ach noch mal Müsli. Gut, dann wäre jetzt mal gucken, was wir noch holen können. Einmal Müsli noch, damit das noch mal ein bisschen voller aussieht. Oder wir lassen es so. Weil Geld. Dann wir lassen es so. Haben wir eigentlich über den Preis dran, ja, ne? 5, 92. Ja, okay. Ja dann, Leute. Ihr dürft. Kommt dran. Kauft bei mir ein, ich habe die besten Waren. Importiert aus diesem Land. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Die besten Waren aus dem Land. So. Während die jetzt einkaufen gehen, kann man sich hier bewegen? Wie weit? Gibt's hier, wo sind die Alphabände? Gibt es hier keine? Warten Sie kurz, bin ich da. Boah, der Laden jetzt. Noch einmal rum, ne? Ja. Wärst du nicht ein richtiger Leuchtspieler, müsstest du dein Leben nicht mit dem Laden fristen. Wow. So, 99, bitte. Nochmal 93 zurück. Bitte. Ah, 50. Jetzt habe ich 50 Kunden bedient. Erstmal einen Rohstoff bekommen. Perfekt. So muss das sein. 18,20. So, einmal 12,90. Bitte. Sehr schön. Das ist ein richtiger Leuchtspieler. Ja. Tut mir leid. Habe ich nicht so die Zeit für. So ein richtiger LOL-Spieler zu sein. Ist nicht so ganz mein Ding. Also die Zeit da rein zu investieren. Ich komme an sich, wenn man es genau nimmt, dann nicht mal zu dem, was ich eigentlich machen will. Nein.
Dankeschön. Ja, jetzt können wir gleich die Dings holen, ne? Können wir gleich die. Ich will alle besser, aber nicht in LOL. Nicht in LOL. Sonst gerne, aber nein, nicht da drin.